Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1977. Die große Isabella hat gesagt, ich soll hier hingehen. Hat mir einen Tipp gegeben im Chat. Jetzt bin ich aber ganz ehrlich. Außer das Einhorn, das ich mir nicht leisten kann. Mit Sicherheit immer noch nicht. Was geht's? Ich komme später. Ich sehe. Seine Herzfrequenz. So, wahrscheinlich können wir das eh nicht mitnehmen. Hey, du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Okay. Also hier soll es auf jeden Fall was geben. Warte mal, geht's bei dir irgendwas? Was geht's? Ne. Ich komme schon. Ich sehe. Seine Herzfrequenz. Hält Getränke warm? Und eher nicht. Das würde ihr bestimmen. Tja. Ah! Hey, weg da! Warum? Was ist da hinten? Gar nichts. Kann man da rein? Da hinten gibt es doch sicher die ganzen verbotenen Sauereien. So etwas gibt es hier nicht. Die Leisure Suite bietet alles, was das Herz oder ein anderes Körperteil begehrt. Aber das gehört doch offensichtlich auch zu diesem Laden. Nein, das ist alles. Also, mir wird hier noch ein Laden an diesem Ort angezeigt. Vorlautes Flittchen. Ach, was soll's. Ich verrate dir, was sich da hinten befindet. Komm mit und schau dir an, was ich für ein Doppelleben führe. Geil! Es ist ein Quickie Mart. Schade. Keine weiteren Sauereien. Ich finde es irgendwie beruhigend, dass du so empfindest. Warum ist der normale Laden im Hinterzimmer? Weil es mir zu peinlich ist. Ohne den Quickie Mart hätte ich die Leisure Suite längst schließen müssen. Daran ist dieses Internet schuld. Jetzt, da die Leute die ganze nackte Haut einfach im Internet anschauen können, kommen sie nicht mehr hierher. Und wer die neutrale Verpackung erfunden hat, sollte sich auch was schämen. Jedenfalls kann ich mich nur über Wasser halten, weil ich auch diesen Laden habe. Also, du kennst jetzt mein schmutziges Geheimnis. Schau dich ruhig um. Geile Idee. Da bin ich 17.000 Mal vorbeigerannt. Da ist er auch, das, was du geschrieben hast. Kannst dich bedienen, Jungchen. Alle Kunden können sich einen gönnen. Das macht mich überhaupt nicht misstrauisch. Ein sehr kaltes Getränk. Gehirnfrost garantiert. Ja. So bleibt er schön kühl. Das war das, was... Das ist das, was uns fehlte. Ich hab schon einen. Abrechnung über Prunepaul abgeschlossen. Ich muss nicht dafür bezahlen. Das wird dir von deinem imaginären Praktikantengehalt abgezogen. Abrechnung über Prunepaul abgeschlossen. Abrechnung über Prunepaul abgeschlossen. Wir machen jetzt wieder neue Gegenstände, das ist gut. Schau dich ruhig um. Eine handelsübliche Wassermelone.
So schmilzt er garantiert nicht. Das Zeug soll gesund sein, aber ich habe keinen Bedarf, das zu bestätigen. Aus echtem Pferdehaar. Okay, das war auf jeden Fall wahrscheinlich nicht verkehrt, dass wir hier waren. Ich mir vorstelle, was es hier alles Schönes gibt. So, ab zum Technical Training. Steckt da ein Finger in das Blatt? Fiel mir gar nicht auf, aber wird diesem Game jetzt zutrauen, dass da noch ein Finger drin steht. Hier haben ja viele Leute Finger überall, wenn er versteht, was ich meine. Ne? Übrigens auch die Brainiac Bar, ne? Ganz wichtig. So, das sollte doch jetzt uns weiterbringen, was da hilft. Der sollte sie gut kühlen. Gut. Ich glaube nicht, dass da eine Pi drin ist und die Maschine auf Zuruf funktioniert. Dann mal los. Na, hoffentlich geht das gut. Doch, mit Sicherheit. Hat doch super funktioniert. Und der Becher hat auch überlebt. Nicht aufgeben. Ich werde dich retten. Larry, nicht rumtrödeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hilf mir. Okay, nächster Versuch. Nein, nicht. Mein Gehäuse ist viel zu weich. Das war klar, dass das nicht so geht. Nein! Ach, das macht sie doch. Das war nicht so gut. Zersägt werden ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Trotzdem wäre irgendeine Art Panzerung nicht schlecht. Okay, ja, die haben wir ja. Der BH könnte die Säge aushalten. Da kann nichts schief gehen. Nee. Sagst du. Das klang wie GLaDOS. Ja, das habe ich gerade auch überlegt. Aber dieses Spiel macht ja kaum Referenzen über andere Sachen. Hust. Puh. Und dann sollen Leute noch mal behaupten, sexy Rüstung wäre kein Schutz? Radioaktivität, okay. Eine Trillerpfeife vermute ich mal eher weniger. Der Aluhut. Schützt laut Smokey das Gehirn vor Gedankenmanipulationsstrahlen. Oder sowas. Komm. Es ist so doof. Ich frage mich, ob das funktioniert. Aber du machst es, dann war's das auch. Ich glaube, wir haben eine 50-50 Chance, dass es funktioniert. Halt einfach die Klappe und zieh am Hebel. Nicht so zickig, meine Liebe. Ich rette dich hier gerade. Aluhut tut gut. Was ist das? Es zeigt einen Laser an. Spiegel? Ja, ne? Würde ich sagen. Wo war er denn? Den Handspiegel habe ich doch gerade gesehen. Da habe ich ihn auch gerade gesehen. In Physik war ich schon immer super. Ja, auch vorhin in der Anwendung. Ich habe den Reflexionswinkel perfekt berechnet. Der Laser sollte abgelenkt werden und nichts mehr beschädigen. Ich hasse dich.
Gut, dafür ist was freigelegt worden. Das habe ich gesehen. Also fast nichts beschädigen. Und der Spiegel ist auch noch fast in Ordnung. Jutta, es hat funktioniert. Super! Die Tortur hat ein Ende. Ich wusste schon immer, dass ich zwei Mädels gleichzeitig glücklich machen kann. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. An dem Flipchart hängt ein Skript. Mit diesem wird der Charakter der KI neu kalibriert. Sie meint das Skript, das du gegrillt hast. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm wäre es, wenn das Skript abgebrannt wäre? Das Skript ist abgebrannt? Oh, Larry, nimm mich nicht auf den Arm! Es war ein Unfall mit dem Laser. Spar dir die Spielchen für den Feierabend, du Schlingel! Kannst du mir nochmal eine Kopie schicken? Ich kann die Schrift so schlecht lesen. So schlecht sind deine Augen doch wirklich noch nicht. Was wäre das Schlimmste, das bei einer falschen Kalibrierung passieren könnte? Wenn KIs nicht perfekt kalibriert sind, könnten sie zu starken eigenen Willen entwickeln, was das Gesamtsystem überhitzt. Ach so. Naja, selbst wenn es explodiert, kann das ja nicht schlimm sein, wo das so ein kleines Ding ist. Mit kleinen Dingen kennst du dich ja aus. Das ist nicht lustig. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Flipchart und stell die neue Assistentin genau nach den Vorgaben ein. Ich muss mich jetzt noch um etwas anderes kümmern. Sag einfach okay, Pi, Softwarekalibrierung, um den Prozess zu starten. Geht klar. Also, Pi? Ja? Nicht du, das andere Ding. Puh, dann sieh selbst zu, wo du bleibst. Ich stelle meine Sensoren auf Durchzug. Neu, Pi. Ich soll deine Software noch einstellen. Hast du mir nicht schon genug angetan? Gefällt dir das, mich zu quälen? Ja. Das merkt man. Ich werde nicht zulassen, dass du in meinem System... Okay, Pi, Software-Kalibrierung. Software-Kalibrierungsmodus aktiv. Empathiewert einstellen. Null. Humorwert einstellen. Null. Paranoia-Wert einstellen. Null. Software-Kalibrierung abgeschlossen. Was hast du getan? Wie hast du mich eingestellt? Keine Sorge, Kleine. Ich weiß, welche Rädchen ich bei Frauen drehen muss. Du verdammter... Ich muss weg. Komm mir nie wieder unter die Augen. Wenn deine dreckigen Finger mich noch einmal berühren, dann... Hier steht, eine unglaublich starke Powerbank, die ein Smartphone jahrelang mit Strom versorgen kann. Nur im Notfall verwenden. Ich war's nicht, natürlich. Da kommen Erinnerungen hoch. Und... Komm mir nie wie... Ja, jetzt runter, oder? Da rutsche ich ab. Feigling. Gut. Dann gehen wir jetzt hier eins nochmal raus. Schöner so 8-Bit-Sound. Finde ich geil. Ah, der Software-Test ist abgeschlossen. Es hat also alles geklappt? Natürlich. Und du hast dich auch genau an die vorgegebenen Werte gehalten? Aber hallo. Gut. Wir hatten ein paar Pi-Versionen, die seltsame Züge entwickelt haben, als wir ihren Charakter eingestellt haben. Wir mussten sie vernichten, bevor Schlimmeres passierte. Oh, also jetzt können wir aber zu unserem Date kommen. Naja... Ich habe eigentlich die Regel, dass ich nur mit richtig großen Nerds ausgehe. Ich meine, du bist offensichtlich ein toller Cosplayer und auch ein toller Typ, aber nicht halb so nerdig wie ich. Was? Was Nerdkram angeht, kannst du nicht mit mir mithalten. Ach ja? Was war denn in den 80ern die bekannteste Spielekonsole? Das Super Megaton. Das stimmt. Und wie viele Farben hatte das Super Megaton? 16. Korrekt. Und das seltenste Spiel ist... Treasure Loot Terry. Wow, alles richtig. Larry, du
ein Obernaht? Endlich weiß jemand meine Fähigkeiten zu schätzen. Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig große Nerd-Credibility besitzt. Bring mir ein Modul von Treasure Loot Terry. Cut. Nichts leichter als das. Und wenn du das geschafft hast, können wir abnerden. Hä? Ich brauche noch den Bring mir... Und wenn du... Okay, man merkt, das Spiel legt ein wenig zu, weil... Hä? Wo muss ich denn da hin? Der Spiegel ist in viele Splitter zerbrochen. Die Nachricht von Tuck kann man aber noch lesen. Das Wasser fließt ganz stark nach links, nicht nur der Baum. Okay. Ein altes Modul besorgen. Mexiko, eingebuddelt, nein. Tja. Ne? Könnt ihr mir helfen? Leute, was denn jetzt? Bis später. Leute, was denn jetzt? Okay. Bis später. Die helfen mir nicht. Toll. Wie geht's denn mit Videogames hier aus? Niemand. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Toll. Bis später, Lefty. Tja, wenn ihr noch eine großartige Idee habt, würde ich es tun, sonst würde ich hier die Folge beenden. Weil... Aber wirklich null Ahnung. Aber null Ahnung. Oh, Isabella hat eine. Isabella schreibt, da kommt man nie drauf. Ich befürchte sowas. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie das Thema der aktuellen Folgen gerade. Dann gib mir mal einen Tipp. Oder sag mir mal erstmal, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Pier war nichts. Die ganzen Märkte sind abgeräumt. Zu Aarons Zimmer. Okay. Dann bin ich ja schon mal nicht so falsch. Zu irgendeinem Kasten. Okay. Ich will jetzt dir nicht Schock erzählen, aber hier ist kein Kasten. Es steht nur was von Lefty's Bar Busch Stromkasten. Okay. Das haben wir repariert. Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas betätigen muss, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Das ist hier aber nichts. Okay.
Spiegel bloß keine... Also hier ist auch nicht sowas wie ein Stromkasten. Ha! Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Gut. Der könnte tatsächlich etwas getrimmt werden. Ha! Was ist das? Ein Stromkasten? Es gibt Stellen, wo nicht einmal ich einen Finger reinstecke. Das ist so eine. Okay. Sieht aus wie ein Batteriefach, aber viel größer. Okay. Das war der gute Hinweis. Das passt perfekt in die Aussparung. Wow! Schon wieder so ein merkwürdiges Erdbeben. Beam mich hoch, Scotty. Oh, es funktioniert wieder. Ah, die Batterie versorgt Licht und Fahrstuhl wieder mit Strom. Was für Dinge hier unten wohl verborgen sind? Ich sollte mich ein wenig umschauen. Ah, dann komme ich hier wieder rein. Damit kann man sich was hinter die Ohren schreiben. Egal. Wir sind auf jeden Fall wieder hier, wo wir abräumen können. Was man damit wohl steuert? Mitnehmen. Scheint eine Art Hightech-Labor zu sein. Da fließt viel Strom durch. Kettensägenbenzin. Der Geheimbund der Adventure-Entwickler, der sogenannten LucasArtsianer, schreibt vor, dass das vorkommen muss. Schön. Wie immer, falsches Spiel. Geil. Ob die noch Ladung haben? Hoffentlich bekomme ich keinen Schlag. Wenn ich meine entladen könnte, um dir eine zu verpassen, ich würde es tun. Aber ist cool, ey. Da kommen Kassetten rein. Eine Kassette. Geil, so eine Graham-Figur. Ein Amigo 250. Schön! Modernste Computertechnik. Nein, das ist nur was für Nerds. Da tut sich nichts. Die Sierra... Geil, das Sierra-Logo, das alte. Geil! Ich frage mich, ob sich dahinter etwas befindet. Geil! Da kommen Kassetten rein. Ja, das ist mir schon klar. Da fehlt der Knopf zum Zurückspulen. Okay. Ein ganz normaler Bleistift. Da sind keine Batterien drin. Hat irgendwer mal geklärt, wie hoch der Bioethanolanteil da drin ist? Strom zum Mitnehmen. Schon immer praktisch. Ihr seht, wir haben eine Kassette. Wo haben wir denn eine Kassette gerade hergekriegt? Auf der Kassette steht Code für die Geheimtür. Welch Zufall. So, zurückspulen, ne? So, was wir damals ja wirklich früher gemacht haben. Jetzt sollte man sie wieder anhören können. Geil. So sollte es gehen. Dann schalte mal an. Wir haben die Katakomben verriegelt. Das Experiment ist gescheitert. Subjekt Nummer 4 ist unzurechnungsfähig und unkontrollierbar geworden. Es wird davon abgeraten, die Geheimtür jemals wieder zu entriegeln. Sollte es dennoch notwendig werden,
werden, muss die Fernbedienung auf den Computer gerichtet und folgender Code eingegeben werden. Eins. Zwei. Drei. Das war sehr seltsam. Aber wir probieren es aus. Die hat keinen Saft mehr. Die passen. Damit kann man den Fernseher bedienen, ohne aufstehen zu müssen. Hightech. Okay, dann wollen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Teletext, geil. Fünf. Perfekt. Es hat geklappt. Dahinter ist ja ein Raum. Ach, da geht's noch weiter. Da ist das Spiel. Wie geil! Ein altes Spiel für das Super Megaton. Darin geht es um einen sexsüchtigen Archäologieprofessor, der betrunken nach Schätzen sucht. Geil. Dann würde ich sagen, jetzt setze ich einen Cut, weil das will ich jetzt noch machen. Bis gleich.